Ende 2015 startete National Express die Bedienung der Regionalbahn 48 von Wuppertal nach Bonn mit Talent-2-Triebzügen. Bereits zu Beginn setzte National Express zusätzlich Wendezüge mit N-Wagen als Ersatz ein, die im National Express Design lackiert waren. Die Züge gehören der True Train Rental GmbH, einem Eisenbahnverkehrsunternehmen aus Eckental in Mittelfranken, das das Material von der DB Regio gekauft und National Express zur Nutzung überlassen hat. Zu sehen war die Lok mit der Nummer 110469 der Baureihe 110.3, die auch Bügelfalte genannt wird. Die Lok erhielt im Mai 1966 ihre Abnahme und trägt heute, wie auch die Waggons, das Logo der Three Train Rental GmbH. Hier zu sehen als Ersatzzug der RB 48 bei der Einfahrt im Wuppertaler Hauptbahnhof. Aktuell verkehren die Ersatzzüge wieder regelmäßig auf der Strecke der RB 48. Auch die Lok mit der Nummer 110428 befindet sich im Besitz von Three Train und wird für Ersatzzüge mit N-Wagen eingesetzt. Hier zu sehen bei der Ausfahrt in Köln-Deutz Richtung Bonn. Die gerade im Ersatzverkehr gezeigte Lok mit der Nummer 110469 ist seit Dezember 2019 auch als Pico-Modell erhältlich. Passend dazu gibt es einen Steuerwagen, einen erster zweiter Klasse und einen zweiter Klasse N-Wagen im Design der Three Train Rental GmbH. In der Expertlinie von Pico angesiedelt ist das Modell detailliert gestaltet. Die Farbe der Lok wirkt im Vergleich zum Original wie frisch lackiert. Die Details der Frontpartie sind dabei gut gelungen. Neben dem schaltbaren Licht im Führerstand gibt es auch eine Maschinenraumbeleuchtung. Nachgebildet hat Pico einen älteren Endsteuerwagen der Bauart BNR BZF 463 mit Gepäckfalltüren. Da die Falttüren nicht an die Türschließ- und Blockiereinrichtung angeschlossen sind, dürfen sie aus Sicherheitsgründen nur durch das Zugpersonal bedient werden. Für die aktuellen RB 48 Ersatzzüge setzt National Express dagegen Endsteuerwagen mit Wittenberger Kopf ein.